Ja, hallo, hallo, ich bin's mal wieder, euer Kai Adrian, und diesmal ist auch jemand mit dabei. Ja, hallo, ich bin der Betreiber des Kanals Mystery Skywalker. Den kennt vielleicht der ein oder andere, macht Rückfilme. Ist ganz bescheiden jetzt, aber natürlich kennt ihn jeder, weiß Bescheid. Ja, wir haben uns hier versammelt, wir haben das mit auf Absprache gemacht, dass wir mal eine Aufnahme zusammen machen möchten Richtig. zu dem Thema. Wir reden heute über die Realserie von Star Wars, die Ende 2019 auf der Disney-Streaming-Plattform erscheinen soll. Genau, ja, wird da viel diskutiert zu dem Thema. Das ist die Star Wars Real Life Serie. Und wir haben uns dann eben halt zusammen besprochen, dass wir gerne dazu eine Aufnahme machen würden. Und wir haben halt hier auch eine Agenda, ein Inhaltsverzeichnis vorbereitet. Wir möchten euch zuerst einmal für die Leute, die überhaupt nicht wissen, um was es geht, allgemeine Informationen geben, was wir beide rausgefunden haben zu diesem Thema. Danach als zweites sagen wir halt unsere Gedanken, halt, was halt Mr. Harry Skywalker selber sich jetzt dazu der Serie gedacht hat, als er das erste Mal davon gehört hat oder Wind bekommen hat, wie auch immer. Und als letzten Punkt haben wir hier aufgeschrieben Mutmaßungen bzw. Wünsche, was wir uns halt vorstellen können, was in dieser Serie halt passieren kann, beziehungsweise wer halt alles wirklich auftreten kann, beziehungsweise auch, was wir für Wünsche haben, was wir selber wollen würden, dass da in dieser Serie vorkommt. Genau, richtig. Ja, und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Also, Mr. Harry Skywalker, fang an mit dem allgemeinen Infos, die du rausgesucht hast. Genau, also wie gesagt, Serie, also es wird keine Animationsserie wie Clone Wars oder Rebels, es wird eine Realserie mit realen Drehorten, mit realen Schauspielern. Und diese wird voraussichtlich Ende 2019 auf der Streaming-Plattform von Disney erscheinen. Diese Plattform ist eine Art Kontraplattform zu Netflix, also die stehen da so in der Konkurrenz. Und ja, der Drehbuchautor ist auch kein unbeschriebenes Blatt. Das ist der Moment, ich muss jetzt nachschauen, wie er heißt. John Favreau. Ich habe keine Ahnung, ob ich den richtig ausgesprochen Ich habe. Ich weiß habe es auch nicht. Ich glaube, keinen es heißt John Favreau, aber irgendwie in der Richtung, genau. Namen. Jedenfalls bekannt durch Iron Man 1 und 2 und durch fast alle Avengers-Filme. Hat mehr weniger fungiert. Und ja, das wäre mal so die Grundinformation dieser Serie. Und die ganze Story spielt, also wir haben verschiedene Quellen gefunden. Die verschiedenen Quellen sagen halt was anderes, aber zum Beispiel hätten wir die Theorie, dass das alles 7 Jahre nach der Schlacht von Endor stattfindet. Oder eine Underworld-Serie daraus wird. Gut, da kann ich ja direkt anschließen, ne? Genau. Ich habe herausgefunden in meinen Quellen, dass es sich bei dem Arbeitstitel zumindest bis jetzt um die Serie, einen Seriennamen halt Star Wars Underworld handeln soll. Dass das angeblich das letzte große Projekt von George Lucas sein soll. Also, dass es schon unterschiedlichste Drehbücher in irgendeiner Form gab und die, weiß ich nicht, vielleicht auch teilweise nicht mehr kanonisch sind durch die neuen Sachen von Disney, aber dass auch anhand von diesem, sage ich mal, Material für die Serie gearbeitet wird. Dass auch eine wichtige Sache ist, dass da wirklich viel Geld investiert wird. Das sind nämlich 100 Millionen Dollar für 10 Folgen. Und das ist weder zu wenig noch zu viel für amerikanische Serien. Das ist wirklich eine solide Basis, wo man dann halt auch ja, gut was draus zaubern kann. Und das hoffe ich auch, dass die da was ma draus machen werden. Aber dazu kommen wir halt noch später. Das Wichtigste ist, ich habe zwei unterschiedliche Sachen gefunden, worum es sich gehen soll. Eine ältere Quelle, das war jetzt glaube ich aus Ende 2017, meinte halt, wie auch schon der Name Underworld sagt, dass es sich zwischen Episode 3 und 4 stattfinden soll und in der Unterwelt von Coruscant. Das ist angeblich ein Kopfgeldjäger. Geben soll und der hat irgendwie einen Mentor und der bereitet ihm ein bisschen drauf vor, irgendwie in der Richtung. Und ja, dass angeblich auch Boba Fett da wieder auftauchen soll mit dem Schauspieler, den er auch in Episode 2 hatte, den werden viele von euch kennen, das ist Daniel Logan und ich habe den auch auf Instagram verfolgt und dort gibt es auch solche Anspielungen. Wäre die eine Version, die andere Möglichkeit, die ich gefunden hatte, ist, dass das Ganze irgendwie nach Return of the Jedi, also nach dem sechsten Teil spielen würde, auf Mandalore.
Und dass dort dann halt großes Chaos herrscht nach der Besatzung vom Imperium und dass dort irgendwie versucht wird, Ruhe einzubringen und dass die Mandalorianer und auch die normalen Bewohner irgendwie versuchen, alles wieder in den Griff zu bekommen. Genau. Ja, was jetzt wichtig wäre von meiner Seite aus, was waren deine ersten Gedanken, als du von der Serie gehört hast, beziehungsweise wie irgendwie du ja darauf gekommen bist? Also meine ersten Gedanken und meine ersten Emotionen, die halt da in mir aufgekommen sind, wie ich gehört habe, das ist ein Gerücht der Realserie, das existiert schon länger. Und ich habe mir speziell, am Anfang dachte ich mir vielleicht, es wäre eine Old Republic-Serie. Das dachte ich mir am Anfang. Das hätte sicher gut hingekriegt. Ja. Danach kam wiederum dieses Konzept von Star Wars Underworld, wo ich wiederum Parallelen zu dem Spiel Star Wars 1313 gezogen habe, was sie, glaube ich, nicht fertiggestellt haben. Da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie da die ein oder anderen, ich sag mal, Ideen übernehmen könnten. Und da war ich auf jeden Fall, bin ich auf jeden Fall gehypt. Das würde mich sehr freuen, sowas als Realserie zu sehen. Und natürlich, auch wenn wir den Storypunkt Endor nehmen würden, hätten wir viele verschiedene, ich sag mal, Geschichten, Ja. die da verpackt werden könnten. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe tatsächlich total das Gegenteil. Ich wusste davon bis vor kurzem wirklich gar nichts. Also auch nicht, dass, obwohl das halt schon so alt ist. Ich glaube, da haben die mit 2009, wenn ich mich nicht irre, Ja, angefangen. habe ich neun, ja. Und ich wusste davon wirklich absolut gar nichts. Und ich dachte mir am Anfang, dass es irgendwie, hat mich irgendwie nicht interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber desto mehr ich mich halt zu der Serie erkundigt habe, beziehungsweise stand auch viel wirklich im Internet drinne, dass ich gehört habe, dass da wirklich viel Geld investiert wird, dass das auch Jon Favreau macht, der unter anderem auch in der Animationsserie The Clone Wars den Leiter von den Mandalorianern gesprochen hat, Previsla. Den hat er Ja. gesprochen, der Death Watch, den hat er gesprochen, den hat er in der amerikanischen Fassung synchronisiert. Und für alle, die kein Bild vielleicht von dem Typen haben, das ist eigentlich der Chauffeur von Tony Stark. Also, falls ihr nicht wisst, wer das ist, das ist der Chauffeur von ihm in den beiden Filmen oder auch in dem dritten Film, glaube ich, auch. Und wie gesagt, desto mehr ich erfahren habe, war ich wirklich interessierter und auch die ganzen Ideen, ob das jetzt nun Mandalore oder halt die Unterwelt von Coruscant ist, das finde ich ganz interessant, weil die Unterwelt wird ja immer von Coruscant als wirklich sehr groß und unübersichtlich dargestellt und kriminell auch teilweise halt. Und da würde mich das halt wirklich interessieren, wie die das da umsetzen, weil das sind solche Animationen gewesen, Episode 3 oder The Clone Wars. Und da würde mich das halt wirklich in der Real-Life-Serie interessieren, wie die das mit jetziger Technik hinbekommen würden, sowas zu zaubern. Und genauso halt auch mit Mandalore, mit dem Planeten, das mit diesen gläsernen Wänden, das sah immer schick aus, fand ich. Das war mal komplett was anderes. Fand ich wirklich, also mittlerweile bin ich gut gehypt auf die Serie und ich bin enttäuscht, dass die erst Ende 2019 kommen wird. Ja, stimmt, wir müssen noch ein bisschen müssen noch gedulden, aber wie du gesagt hast, ich bin schon auch gespannt, ob sie diese Magie, die sie aus den Animationen Ja. mehr oder weniger gezaubert haben, ob sie die auch ob sie die auch im realen Leben, sage ich jetzt einmal, genauso wecken können. Das ist natürlich nicht einfach, ne? Für Animation, da kann man immer noch ein bisschen mehr was machen, irgendwas fliegen lassen, springen, schweben, was auch immer. Aber wie du schon meinst, das ist auf jeden Fall, da haben die gut Geld in die Hand genommen, da arbeitet ein guter Mann dran. Also die Hoffnung ist auf jeden Fall da, dass da irgendwas Gescheites draus wird. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall zuversichtlich Und und ja. schaue auch mit positiven Blicken hinzu. Sehr gut, das ist genau das wollte ich auch hören. Perfekt. Was sagst du denn? Was hast du denn für Mutmaßungen an die Serie jetzt, beziehungsweise was wünschst du dir denn, was irgendwie vorkommen sollte jetzt im Endeffekt, vielleicht auch von den drei Theorien, die wir gerade genannt hatten? Also ich glaube, wenn ich mich für eine Serie entscheiden müsste, wäre es auf jeden Fall Underworld, weil mich das schon immer interessiert hat und weil ich die generell, ich finde, man könnte aus dieser kriminellen Unterwelt in Star Wars könnte man so viel Potenzial schöpfen und man könnte so gute Handlungsstränge Ja. knüpfen und eine Geschichte erzählen. Das glaube ich, würde da richtig gut, das würde richtig gut zusammenpassen, würde natürlich auch die Fans, die auch reizen. Das ist, glaube ich, das dritte Mal, dass ich das Spiel erwähne. Aber Ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm.
Ich glaube auch, dass die Fans, die sich darauf gefreut haben, damit auch ein bisschen entschädigt werden können. Das heißt, das wäre auf jeden Fall, würde ich mich persönlich sehr freuen, wenn es ein Star Wars Underworld wird. Und natürlich, wenn nach der Schlacht von Endor passiert, die ganze Handlung, gibt es auch zum Beispiel das Erstarken der Ersten Ordnung und von Snoke. Das wäre, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr interessant. Oder zum Beispiel die Thrawn-Trilogie von Timothy Zahn. Dass sie da vielleicht auch... Die ist auch sehr beliebt, ja. Genau, das ist ja mittlerweile Legends, aber das wurde ja auch in vielen Serien, Rebels zum Beispiel, wurden ja alte Sachen aus Rebels neu, aus Legends neu verwertet. Genau. Und da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie auch sicher etwas Tolles schaffen könnten. Perfekt. Und ich hoffe mir eine etwas dünkere Atmosphäre. Ja, würde, glaube ich, auch zu Underworld zum Titel passen, ne? Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Underworld im bunten Licht wäre, glaube ich, auch ein bisschen fehl am Platz. Also da müsste natürlich so, da müsste eine dunkle Atmosphäre. Auf jeden Fall. Ja, wollte ich gerade nochmal fragen, jetzt zwischendurch hier. Wissen wir eigentlich mittlerweile, wer Snow konkret ist, oder sind das alles nur Theorien? Na, ich glaube, mittlerweile sind es nur Theorien. Ich habe mal vernommen, dass Snoke ja in unbekannten Regionen mehr oder weniger gehaust hat, bevor er auf die uns bekannte Star Wars Galaxie losgelassen wurde. Und ich habe auch schon, da kann ich eine Quelle angeben, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, aber oder wo ich das gehört habe, dass selbst Palpatine oder Darth Sidious also Snoke gespürt hat und Snoke realisiert, dass Snoke existiert. Oh. Und ich habe selber gehört, glaube ich, Star Wars Stories oder sowas. Wie gesagt, da kann ich euch jetzt nicht genau sagen, wo ich das her habe. Aber das wäre auf jeden Fall interessant, wenn wir das klären würden. Also noch wissen wir laut meines Wissens nicht genauer das zu Snoke. Ja. Alles klar, das wollte ich nur wissen, weil da bin ich ein bisschen raus aus dem Thema. Ich habe da die Theorien, ein paar Videos geschaut, aber halt eben nicht alle. Ja, nein, es überschneiden sich die Theorien ja auch teilweise. Also ja. Es gab eine Zeit, da kam jeden Tag neue Theorien, die dann teilweise nicht absurd waren. Ja. Und dann verliert man auch das Interesse an diesen. So ist es. So, genau. So. Irgendwann war ich dann an dem Punkt, genau. was ich jetzt sagen würde als Mutmaßung aus meiner Sicht aus und meine Wünsche. Für mich ist es wichtig, glaube ich, dass in so einer Serie, dass die halt wirklich so viel wie möglich da versuchen zu zaubern. Das erinnert mich, oder meine Hoffnung wäre halt, dass das so ähnlich wie in Episode 3 ist, dass die viele Welten zeigen, auch wenn das halt jetzt in Coruscant spielt, dass sie auch ein bisschen was anderes mal zeigen. Weil es gibt halt wirklich so schöne unterschiedliche Facetten, wie jetzt Felucia, wo du halt wirklich nur Pflanzen hast, oder halt Mustafa, wo du wirklich halt nur Lava hast. Und die haben da wirklich mit den ganzen Leuten da in den Teams auch zu Episode 3 gesessen und sich so viele Welten ausgedacht. Da wäre halt schade, wenn die halt wirklich, ist halt leider so, aber wenn die halt wirklich wie in Episode 3 nur kurz angerissen werden und dann nie wieder verwendet werden, das fände ich schade. Stimmt, ja. Und wie du gerade gesagt hast, das fände ich auch schön, wenn Legends verwendet werden, weil viele Leute wehren sich da ja gegen Disney, dass teilweise wirklich extrem gute Geschichten, Bücher, Hörspiele und was es sonst noch alles gibt, dass das halt wirklich angesehen war bei den Fans, auch wirklich hoch im Kurs war und dann auf einmal Disney meint, nö, das ist jetzt alles irgendwie ungültig. Ich bin da persönlich anderer Meinung, weil mir ist das im Prinzip, sage ich mal, von sich aus scheißegal, ob das jetzt nun Legends oder Kanon ist, wenn mir die Geschichte gefällt, dann gefällt sie mir halt und ich muss jetzt nicht eine Geschichte mögen, nur weil sie halt aus Disney, aus einem Konzern, der halt das gekauft hat, nur aus deren Sicht, sag ich mal, kanonisch ist. Deswegen, ich sehe das halt, betrachte halt das ein bisschen halt trockener. Das ist halt meine Meinung, dass ich halt dazu stehe, es ist mir halt wirklich egal. Aber für die anderen Fans, für teilweise Fangruppen ist es wirklich wichtig, ob es Legends oder Kanon ist und ich würde mich freuen, dass wenn sie halt Sachen aus diesen Legends halt benutzen, die Leute halt mochten, weil so kriegt man halt auch die Leute zusammen, dass das dann größeres Publikum bedient wird. Genau. Und dann fühlt man die alten und neuen Fans. Genau, so eine perfekte Mitte, dann wie wir schon drüber gesprochen haben vorhin.
Das wird dann die goldene Mitte sein und das ist auch wichtig, glaube ich, dass dann so viele wie möglich dazu aufspringen, weil dann werden auch viele Leute zuschauen und vielleicht wird es dann halt auch mehr als eine Staffel geben. Ich weiß, das sind immense Kosten, 100 Millionen für 10 Folgen. Das ist schon eine Hausnummer. Also wenn man dann überlegt, wie viel die anderen Filme gekostet haben, ich weiß das ganz ehrlich gar nicht. 200 Millionen irgendwie Episode 7, weißt du das zufällig? Nein, ich bin mir an, dass die 7, glaube ich, die teuerste Episode war, aber bei den Zahlen bin ich allerdings nicht bin. Und das ist echt schon ein Haufen Geld. Und ja, wie gesagt, zu den beiden Theorien, ich würde mich sehr freuen, wenn zum Beispiel Boba Fett dann halt auftritt, weil im Gegensatz zum Beispiel zu dem Schauspieler von Anakin Skywalker aus Episode 1 hat Boba Fett ein recht hohes Ansehen in der Community. Also ich verfolge den halt selber auf Instagram. Ja, du kennst halt wahrscheinlich die Geschichten, die es halt zu dem Schauspieler gibt hier. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie der heißt. Aber es ist ein bisschen schon traurig, aber ich kann es halt nicht ändern. Aber halt, wie gesagt, zu Daniel Logan, Boba Fett aus Episode 2, seine Community steht da gut hinter ihm und ist auch wirklich ein sympathischer Typ, zum Beispiel, zumindest halt im Internet. Und ich wäre halt wirklich froh, wenn der halt in seine Rolle schlüpfen würde als Sohn, sage ich mal, von Jango Fett. Es wäre halt mega cool. Und ja, wenn halt die andere Theorie stimmen würde mit halt dem Mandalore, dann fände ich das auch cool, weil dann wäre dann auch wieder eine Verbindung halt eben zu Jon Favreau, dass er halt dort damals halt den Mandalorianer, den Previsler gesprochen hat. Fände ich auch cool, wenn es dazu wieder Anspielungen geben würde, wenn damals Previsler irgendwie auftaucht, oder obwohl, der kann ja, wird er dann noch leben? Ich glaube nicht, oder? Nee, der wurde, nee, kompletter Blödsinn. Der wurde ja von Darth Maul geköpft. Ja, denkt komplett andere Richtung. Aber dass da halt die Mandalorianer oder vielleicht die Deathwatch oder wenn da noch welche von denen übrig sind, weil die gingen ja von Generation zu Generation, teilweise halt wirklich mehrere hundert Jahre, dass da vielleicht irgendwie die auch noch wieder auftauchen, fände ich auf jeden Fall interessant. Und wie gesagt, halt auch, wenn die mal vielleicht, auch nicht für lange, aber vielleicht mal ein paar Leute wieder zeigen, so wie es halt bei auch The Clone Wars und bei Rebels war, dass vielleicht Ahsoka mal irgendwie, wenn das in der Unterwelt von Coruscant spielt oder halt Asajj Ventress, wenn halt solche Leute wieder auftauchen, fände ich mega cool, solche Charaktere halt als Real-Life-Personen zu sehen. Ja, ich finde auch besonders bei Ahsoka, wenn man die, wenn man sie in der Real-Life-Serie, glaube ich, hat sie auch mehr oder weniger wirklich, ich sag mal, Einzug in die Star Wars-Geschichte gefunden, mehr oder weniger. Ja. Weil noch kennt man sie wirklich nicht als Figuren. Ich glaube, wenn sie dann wirklich noch einmal von einer echten Schauspielerin gespielt wird, Ja. dass sie dann auf jeden Fall, ich sag mal, wirklich ihren Einzug in die Star Wars-Historien gemacht hat, sozusagen. So Ich ist glaube, es. dann ist sie angekommen. Aber es könnte sogar theoretisch die Synchronschauspielerin sein, die sie halt spricht, wenn sie halt auch eine Schauspielerin, weil die ist auch verhältnismäßig jung, beziehungsweise die würde halt zu dem Alter passen, je nachdem natürlich, welche Theorie sich jetzt erfüllen würde. Weil ich weiß jetzt nicht, ob sie nach Episode 6 altertechnisch überhaupt leben würde. Das weiß ich gar nicht. Ja, na, ich denke mir, ich glaube, sie würde vom Alter her würde es, glaube ich, hinpacken, also würde, glaube ich, hinhauen. Weil Weil sie ich, ist, ja. ich glaube, sie ist nur ja auch nur ein paar Jahre jünger als Anakin Skywalker damals Ja. war. Und der war am Ende von Episode 6, glaube ich. Ich weiß nicht, auf jeden Fall noch nicht so alt. Und Ja. da glaube ich auch, dass sie das auf jeden Fall alterstechnisch hinkriegen wird. Also die Schauspielerin, die Synchronschauspielerin Ashley Eckstein, ich glaube, die ist auch um die 30, 35 irgendwie in dem Bereich. Also das wird auf jeden Fall irgendwie machbar sein, ne? Wäre halt mal Ja, ein auf jeden witziger Fall. Gag, wenn die Synchronsprecherin auf einmal tatsächlich ihre eigene Rolle übernehmen würde. Ja, aber ich glaube auch, das wäre auch gut, weil ich glaube, dass die Synchronsprecherin, weil ich glaube, Clone Wars existiert ja, glaube ich, seit 2008, also 10 Jahre mehr oder weniger. Genau, ja. Und die hat sich ja mehr oder weniger 10 Jahre lang mit dieser Rolle identifiziert und beschäftigt. Ja. Und da könnte man, man könnte es auf jeden Fall zutrauen, dass sie das ziemlich gut dann hinkriegen Das, wird, da hast du dann auch recht, wirklich absolut, gespielt. natürlich, klar. Die hat das in mehreren Facetten gespielt, als Padawan, dann halt als, sag ich mal, schon ein bisschen weiterer Schüler und dann natürlich als, naja, was ist sie jetzt in Rebels? Dunkler Jedi oder grauer, nee, grauer Jedi. Ja. Als grauer Jedi, das sind schon unterschiedliche Facetten, die sie da abruft. Deswegen kann auf jeden Fall, klar, wäre möglich. Oh ja, und an so, ja. Jetzt sagen wir gerade gar nichts, okay.
Nee, das wären jetzt meine Mutmaßungen und Wünsche. Also ich bin, wie gesagt, also ich würde mich sehr freuen. Das Wichtigste ist, dass die da irgendwas Gescheites draus machen. Es gab ja ein paar Fauxpas, glaube ich mal, wo irgendwie Real-Life-Sachen gemacht wurden, die halt nicht so gut angekommen sind. Aber ich glaube, wenn man so viel Geld in die Hand nimmt und dann halt mit so einem guten Produzenten zusammenarbeitet, also die haben halt alle Bock und halt alle auch Erfahrung. Also ich gehe da mit einem positiven Blick auf die ganze Sache zu. Auf jeden Fall. Das tue ich auch, ja. Auf jeden Fall. So, ich habe hier nichts mehr stehen auf meinem Notizzettel. Und wie sieht es bei dir aus? Ja, also ich bin eigentlich auch mit allen Punkten durch. Perfekt. Also wir haben, glaube ich, das alles gesagt, was gesagt werden musste. Also ja, also ich, wie gesagt, ne, wir freuen uns beide drauf und ich glaube, ich stimme dir auch zu, dass ich mich auf die Underworld-Version, also von Coruscant Unterwelt, am meisten freuen würde. Ja, auf jeden Fall. Also ich für meinen Teil auf jeden Fall. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Was wollten wir noch sagen zum Thema Video? Kannst du dir sagen, wo das alles erscheint? Es erscheint auf beiden Kanälen. Also wir werden den, ich weiß nicht, ob wir es zeitgleich hochladen oder wie sich das bei uns ausgeht, aber ihr werdet Doch, den. wir machen das zeitgleich, damit es da irgendwie keine Komplikationen gibt. Das Okay, kriegen wir hin. ja. Okay, super, dann. Ihr werdet das bei beiden Kanälen finden. Also checkt auch beide Kanäle ab. Und natürlich einen Daumen nach oben lassen, das ist das Wichtigste. Und einen Kommentar. Natürlich, das auf jeden Fall. ja, da würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr uns auch noch ein Feedback da lasst und ob euch das auch so gefallen hat, wie wir das jetzt präsentiert haben. Das würde uns auch sehr interessieren. Genau, das ist ziemlich wichtig für uns, weil wenn ihr jetzt sagt, das ist überhaupt nichts für euch, dann würden wir das natürlich lassen. Aber wenn ihr sagt, hier Mr. Harry Skywalker und Kai Adran in Kollaboration mal zusammen so eine Aufnahme machen, weil es gibt ja definitiv genug Themen und wenn mal irgendwas Neues erscheint, ob wir mal dazu zusammen so eine Art Podcast jetzt wie in diesem Fall machen sollen, dann go for it, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ja, was ich jetzt noch sagen wollte, ist am Ende des Videos bzw. des Podcasts, es tut mir leid, falls es irgendwie technische Probleme gab bei uns. Wir hatten jetzt so ein bisschen Sprachverbindung von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr konntet Mr. Harry Skywalker und mich gut verstehen. Das wäre jetzt schade, wenn halt irgendwie Elemente davon verloren gehen. Aber wir haben halt unser Bestes getan. Und ja, das war's halt für den Podcast. Hast du noch was am Ende zu sagen? Ja, ich bedanke mich sehr für dass ich heute dabei sein durfte. War ein sehr cooler Podcast. Müssen wir also von meiner Seite, wäre ich sehr motiviert, wenn wir das öfters machen. Sehr gut, ich freue mich auch. Hat mir auch auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, endlich mal mit dir so ein Video bzw. so ein Podcast zu machen. Ja, wir hatten sie auch schon lange geplant. So ist es, genau. Also von meiner Seite aus war es das. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Wie gesagt, Daumen nach oben, kommentieren, ob euch das gefallen hat und natürlich auch bei dem jeweils anderen schauen, ob Genau, ja. kommentieren und auch ebenfalls Daumen nach oben, wenn es geht. So ist es. So, Dann, das war's dann, ne? genau, das war's. Ciao, Leute. Dann macht's gut und ciao.